Tempo 130 ist für mich eine Kinderdiskussion. Ich komme noch Autobahnabschnitte kenne, wo wir schneller als 130 fahren können. Wir sollten uns vielleicht mal mit einer vernünftigen Verkehrslenkung beschäftigen, weil ich Ihnen sicher sagen kann, dass die CO2-Emissionen an Staus hier vor Hamburg wesentlich gravierender sind als an die Geschwindigkeit von 180 als 100 auf der Autobahn. Abgesehen davon, dass es da nicht mehr darauf ankommt, wenn Sie emissionsfreier Antriebe haben. Wenn Schleswig-Holstein seinen Waldbestand von 8% auf 12% Landesfläche erhöht, würde, wären wir klimaneutral. Muss man wissen. Wenn wir die Marschbahn elektrifizieren, Schleswig-Holstein ist das Land mit der geringsten Elektrifizierungsquote der Bahn. Wenn wir haben 29% in Schleswig-Holstein, der Rest wird Dieselloks betrieben. Wenn wir dazu übergehen, nur diese Bahnen zu elektrifizieren, würden wir all das an CO2 einsparen, was alle Autos in Schleswig-Holstein über ein Jahr auf die Straße bringen. Unsere Bitte, beide Stimmen für die FDP, denn nie gab es mehr zu tun. Und jetzt freuen wir uns auf Sie draußen beim Getränk. Danke schön.